wenn man sich Videos oder Bilder von Astronauten anguckt, die im Weltall sind, dann sieht das immer so aus, als ob es da irgendwie gar keine Gravitation geben würde. Schließlich sieht es nicht so aus, als ob hier irgendwas nach unten fallen könnte. Vor allem, ich würde jetzt nicht mal sehen, wo jetzt hier auf diesem Bild gerade oben und unten ist. Warum ist das so? Warum können die die ganze Zeit hier im Raum rumschweben, obwohl sie sich ja in der Nähe eines enorm massereichen Objekts der Erde befinden? Also wenn wir uns mal angucken, so ein Space Shuttle ist im Normalfall ein paar hundert Kilometer oberhalb der Erdoberfläche. Also sind wir mal ungefähr da. Und wir haben ja bereits gelernt, dass sich die Anziehungskraft zweier Objekte berechnet aus der universellen Gravitationskonstante groß G mal der Masse des ersten Objekts mal der Masse des zweiten Objekts geteilt durch die Entfernung der beiden Objekte, also um genau zu sein, der Zentren der beiden massereichen Objekte, und das nehmen wir zum Quadrat, diese Entfernung. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir haben sonst immer gerechnet vom Mittelpunkt der Erde, also vom Zentrum der Erde bis zur Erdoberfläche, das war unser R zum Quadrat. Und wenn wir uns jetzt gucken, dieser Punkt ist ja wirklich nur minimal oberhalb der Erdoberfläche, zumindest im Verhältnis zum Radius der Erde, dann würde das diese Zahl ja nicht großartig verändern. Also, demnach müsste es doch da oben Gravitation geben, oder? Und die Antwort ist ja, da oben gibt es auch wirklich Gravitation und die ist sogar ziemlich wichtig. Aber weswegen diese Menschen hier die Gravitation nicht in dem Ausmaß spüren, das liegt daran, dass sie sich die ganze Zeit im freien Fall befinden und es einfach nicht schaffen oder es einfach verpassen, wieder auf die Erde zurückzufallen sozusagen. Das hört sich jetzt bestimmt alles erstmal noch ziemlich verwirrend an, aber ich werde dir mal zeigen, was ich meine. Nehmen wir mal an, ich wäre irgendwo hier oben in der Antarktis. Ich stelle mich mal hier hin. Hier bin ich. Und ich habe eine super Steinschleuder. Und ich bin auch super, super stark. Und ich schieße jetzt den ersten Stein los. Und zack, der fällt irgendwann wieder auf die Erde. Richtig? Das wissen wir ja schon. Irgendwann fällt alles wieder auf die Erde zurück. Und jetzt nehmen wir mal an, dass ich noch ein bisschen mehr Kraft aufwende. Und der Stein fliegt noch ein bisschen weiter. Und kommt wieder auf die Erde auf. So, jetzt nehme ich noch mehr Kraft. Und der Stein fliegt. Das war schon ein bisschen zu hoch. Und der Stein fliegt noch weiter, 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 weiter und fällt wieder runter auf die Erde. Und jetzt nehme ich noch mehr Kraft und noch mehr Geschwindigkeit und der Stein fliegt noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter und fällt wieder runter auf die Erde. Ich denke schon, du siehst schon, worauf ich hinaus will. Und jetzt nehmen wir an, ich nehme noch mehr Kraft und er fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und immer weiter und weiter und weiter und er fällt und jetzt fällt er doch wieder auf die Erde. Und man sieht schon an der Kurve, worauf ich wahrscheinlich hinaus will. Nehmen wir an, jetzt noch mehr Kraft und noch mehr Geschwindigkeit. Und da fliegt der Stein und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Und jetzt würde er eigentlich auf die Erde fallen wollen. Er verpasst es einfach. Er fliegt und jetzt fällt er, fällt er, fällt er, fällt er, fällt er. Und er fällt die ganze Zeit und fällt halt einfach irgendwie nur nicht auf die Erde. Ich komme mal ein bisschen hoch. Er befindet sich jetzt also in dem Zustand, den wir Orbit nennen. Er fliegt jetzt die ganze Zeit immer um die Erde. Und um genau zu sein, er fliegt halt nicht wirklich um die Erde, sondern er fällt die ganze Zeit um die Erde drumherum. Und wenn wir uns mal angucken, wie das aussehen würde, mal angenommen, wir hätten jetzt keine Gravitation, dann wäre es ja folgendermaßen. Dann würde ich ja hier meinen Stein losschießen mit meinem 45-Grad-Winkel und er würde einfach so weiterfliegen, richtig? Wenn er keine Gravitation hätte, dann würde er genau in die Richtung weiterfliegen, in die ich ihn geschossen hätte. Aber es gibt ja Gravitation, die zieht mein Geschoss dann wieder in Richtung Erde und deswegen werden die ganze Zeit hier, egal wo sie sich gerade befinden, werden sie auch angezogen von der Erde. Nur schaffen sie es halt einfach immer nicht, auf die Erde zurückzufallen, weil sie einfach zu schnell sind dafür. Und um genau zu sein, die werden auch minimal langsamer, während sie hier in ihrer Umlaufbahn sich befinden, aber das kann man meistens wieder ausgleichen, indem man einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf gibt. Aber wenn sie dann wirklich mal, angenommen, sie wären jetzt hier auf ihrer Erdumlaufbahn und würden sich einfach irgendwann sagen, hier sagen sie sich, jetzt trete ich mal direkt auf der Bremse, dann würden sie auch genau zack einfach hier runterfallen auf die Erde. Der einzige Grund, also warum sie wirklich sich die ganze Zeit um die Erde drum herum bewegen, ist einfach nur, dass sie
sich die ganze Zeit im freien Fall befinden, weil sie so schnell waren, dass sie es verpasst haben, auf die Erde zu fallen. Und das verpassen sie die ganze Zeit auch immer weiter und immer weiter und immer weiter.